Nicht nach Haus. Da war ich falsch. Sunshine Plaza by OCG. Original Consumer Goods. Du siehst ab. Ich bin hier und dir. Und das war. Wo ist Salam? Lass mal wieder. Ey, das ist eine komplett andere Richtung. Ja, ich gehe einfach den Ufer entlang. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Sind da wohl alte Schornsteine. War so eine richtige alte Fabrik, die da noch steht. Gehen Sie ruhig weiter. Ich wusste, Sie würden nichts kaufen. Meine Ware ruhig an. Bis bald und auf Wiedersehen. Sind das die Containerschiffe, grob gesagt, die hier zwischendurch hupen? Entscheiden Sie sich mal für eine Richtung. Nein, ich muss in Ihnen laufen, das ist meine Pflicht. Pista vista. I dream all day, dreamt all my life. I stay awake. Wähle für Chief Palpatine. Er bringt Stärke, Glück und noch was alles hier in der Republik. Nicht schon wieder. Wann ist das passiert? Hey, Sissi. Gestern Nacht. Die Faschos haben sogar in die Kamera salutiert. Blöde Idioten halten sich für unantastbar. Soll ich dir helfen? Hierbei? Das mache ich schon. Gibt Wichtigeres zu tun für dich. Du solltest dir bei Mira eine ausrangierte Militärdrohne besorgen und denen die Ärsche rösten. Yippie-yay, den würde ich's zeigen. Hinter diesem niedlichen Gesicht lauert eine Löwin. Da wurde ich eben mal aus dem Spiel gezogen. Schon verlockend, aber dann hätten wir auch noch die vom Ei am Hals. Ach nö, ich putze einfach so lange hinter denen her, bis Konstantins Schläger aufgeben. Ach übrigens, Sissi, hast du das Update gesehen? Mann, 2 Punkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unser größter Fortschritt seit Wochen. 2 Punkte. Das ist ein Grund zum Feiern. Die Ominska hat alle Wahlmanager heute Abend nach Warschau eingeladen, für den Live-Feed. Fährst du hin? Wenn ich rechtzeitig fertig bin, klar. Hab ich jene Party sausen lassen. Wie war's in Triest? Ich glaub, du hast Farbe bekommen. Gut. Die haben da so ein Ding am Himmel. Keine Ahnung, wie das heißt. Es ist groß und gelb und ganz aus Feuer. Und es ist super heiß. Der Wahnsinn. Ich erinnere mich an die Sonne aus Botswana. Die gibt's da auch. Aber sie ist viel größer und viel schöner. Du bist so ein Warmduscher, Baruti. Wer braucht denn die Sonne, wenn er die schwüle, klebrige Hitze von Propast im Juli haben kann? Also, was steht an, Mann? Heute steht eine heikle Sache an. Kennst du Queenie? Queenie? Nein, ich glaube nicht. Warte mal. Diese Babka auf dem Boot draußen im Backsteinviertel? Genau. Theta Queenie ist praktisch die Chefin des chinesischen Markts. Sie ist die Einzige, die sich traut, Mr. Landen die Stirn zu bieten. Wenn du Queenie kennenlernst, wirst du es verstehen. Jeder im Backsteinviertel respektiert sie. Jeder in Propast. Und deshalb wirst du sie besuchen gehen. Ich? Ich? Baruti, du kannst das so viel besser als ich. Selbst wenn das so wäre, ich kann nicht. Ich treffe mich mit ein paar einheimischen Geschäftsleuten aus dem Schuk. Ich muss hier bleiben. Versichere Queenie unseren Respekt. Lass sie wissen, dass die Partei sie als Freundin schätzt und sehr zufrieden ist, wie sie alles managt. Frag, ob wir etwas für sie tun können. Und? Ich spüre da ein Und. Es gibt immer ein Und. Bitte sie um Unterstützung und Befürwortung unserer Arbeit. Das wird großen Einfluss auf unsere Kampagne in diesem Barrio haben. Das ist alles, ja? Eine der mächtigsten Persönlichkeiten von Propast um einen Gefallen bitten. Das ist alles, Sissi. Kein Ding, oder? Oh.
Das hier wirst du vielleicht brauchen. Aha, Geld. Kryptowährung? Wozu? Ich kann bezahlen. Hast du schon mal eingekauft im Backsteinviertel, Sissi? Rückverfolgbare Zahlungsmittel sind dort nicht sehr beliebt. Die haben lieber Plata, Bargeld, kein Kreditkram, keine Banken. Vielleicht springe ich ja doch nicht in den Fluss vor Scham, weil ich mich zum kompletten Affen mache. Makoya, wenn du zurück bist, sind wir fertig für heute. Ich muss mich auf eine Party vorbereiten. Naja, wir haben unseren Auftrag bekommen. Jetzt lassen wir den Politiker spielen hier. Aber wenn wir überzeugt machen, müssen wir eigentlich bezahlt werden. Der Kollaps, 8. August 2209, der Tag, an dem alles zum Teufel ging. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Es war ein beängstigender Tag. Man wird eigentlich denken, man hat hier die alten Gebäude und so, auf jeden Fall da, so die modiösen alten Gebäude, dass da eigentlich doch eher die Reichen sich da komplett vernästen werden, statt da in die Massenhochhäuser. Naja, obwohl in der Höhe ist auch in Prestigeform war. Oder immer. Das, was man heute für edel hält, ist dann eigentlich an die Pöbel ausgelassen. Und das, was man hier als Masse und alles so sieht, geht dann rüber zur Elite. Hey, hast du dich verirrt? Kein Problem. Ich kann dich an jeden... Und was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin niemand. So ist recht. Hier klingeln? Nein. Hier nicht klingeln. Nein. Die Reinste, bitte unterbrechen Sie mich nicht. Das ist eine heikle Verhandlung. Ich gebe Ihnen 3,50 dafür und nicht ein Duell mehr. Ich habe gerade Kundschaft. Sehen Sie das denn nicht? Atze. Das ist doch der absolute Touristentarif. Wie oft? Maskuline Stimme für eine Dame gewesen. Tagesgericht ist heute frittierte kambodschanische Tarantel. Wie wär's mit 13 Stück? 13 auch. Wie ist nochmal die Tulle? Please, ma'am, lady, Hallöchen. Ich weiß genau, was Sie suchen. Der Preis ist eine Beleidigung. Richtig? Das perfekte Geschenk für wie soll ich denn da von meinen Kindern sein? Ich will die Miete aufbringen, Mr. Lotten, Schutzgeld zahlen. Delta Queenie. 3,60. 3,50. Sie kommen 360. Wieder. Wo finde ich Delta Queenie? Verlockend. Aber ich bin gerade nicht hungrig. Das ist Queenies. Sorry. Aber ich doch im richtigen Boot gerade. Guten Tag. Willkommen bei Queenies Quintessentials. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich bin auf der Suche nach Queenie. Oh, Madame empfängt zurzeit keinen Besuch. Ich kann Ihnen Ihre neuesten Kreationen zeigen, wenn Sie mögen. Ich möchte nichts kaufen. Ich muss Queenie sprechen. Könnten Sie sie fragen, ob sie einen Moment Zeit hat? Kommt drauf an. Haben Sie etwas mitgebracht? Mitgebracht? Was denn? Madame Queenie ist in dieser Gemeinde eine angesehene Persönlichkeit. Wer sie sehen will, muss ihr etwas Respekt erweisen. Ein Geschenk? Etwas von Wert. Etwas, das beweist, dass Sie kommen, um wichtige Dinge zu bereden. Was sollte das sein? Ich bin sicher, Sie finden etwas, das von Ihrem Geschmack und dem Wert zeugt, den Sie einem eventuellen Treffen mit Madame beimessen. Ich habe ja da... Ich bin sicher, Sie bekommen etwas Besseres als das. Niemand würde einen kleinen Gegenstand vermissen, oder? Oder? Ach, doch, das würden Sie bestimmt... Da, ich glaube, da kommt die eine. Muss bei die eine Dose gleich sein. Irgendetwas entdeckt, das Sie interessiert? Chinesische Löwen. Wahrscheinlich aus Mondstaub hergestellt. Ich habe gehört, dass das Zeug Ausschlag verursacht. Der Mondstaub, nicht die Löwen. Ah, dachte gerade schon die Löwen. Was suchen Sie denn? Ich mache Ihnen einen guten Preis auf alles, was Sie möchten. Sieht so casual aus hier. Sie brauchen hier nicht stehen zu bleiben. Von mir haben Sie sich schon mal wie ein winziges Rädchen. Das ist eine kluge hallo, Entscheidung. Haben Sie eine Minute Zeit? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, ich suche definitiv etwas Bestimmtes. Sieht aus.
3,50. 3,60. Über 360. Das ist eine ziemlich breite Definition. Ich sehe nicht, wie ein chinesischer Fächer die Sommerhitze in Propast abwenden könnte. Wollt mir die Hand abbeißen lassen? Keine Chance. Ich werfe meinen Abfall in den Rinnstein, alles wie jeder hier normale hat Mensch. Eine Geschichte. Zeig sie an. 3,50. Warten Sie, bis Sie an der Reihe sind. Über 350 gehe ich auf gar keinen Fall. Unter 360 gehe ich auf keinen Fall. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. 3,50, letztes Wort. Kann ich auch. 3,60, mein letztes Wort. 3,50. 3,60. Über 350 gehe ich auf gar keinen Fall. Unter 360 gehe ich auf keinen Fall. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Okay. 350, Schlangenöl. Letztes Wort. Das ist, kann ich auch. Hieß es noch 360. Bei Jiu. Bei Jiu. Chinesischer 350. Schnaps. Hm. Beginn 360. Krieg, Rückschlag. Bei Jiu. Ich habe ihn noch nie probiert. Ich möchte auch nicht. Immer mein Ding. Ach, ich bin nicht ganz sicher, was sie verkauft. Über 350 gehe ich auf vielfältige gar keine Auswahl an Waren. Warten Sie, bis Sie an der Reihe sind. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Würden Sie bitte warten, bis Sie dran sind? Nein, Sie fahren hier über selbe Scheiß. Ach, um Himmels Willen. Sie liegen 10 Yuan auseinander. Wissen Sie was? Ich zahle die Differenz. Ziehen Sie es mir ab. Können Sie jetzt bitte mal zum Schluss kommen? Was? Eine Frechheit. Wie bitte? Es sind 10 Yuan. Das ist nichts. Oder? Nichts? Nichts? Sie verstehen nichts. Es geht nicht ums Geld. Es geht um Respekt. Scheiße, Puta. Du hast mir das Gesicht genommen und bist drauf rumgetrampelt. Ich habe kein Gesicht mehr. Siehst du da auf dem Boden? Das ist mein Gesicht. Nein, ich werde nicht das Gesicht verlieren wegen so einer Dupa. Ich zahle den vollen Preis. Was war das gleich? 1200 Yuan? Hier, bitteschön, den vollen Preis. Und wir haben jemand entehrt. Sie können ruhig öfter kommen. Das war nicht... Was? Was ist denn passiert? Ihre kleine Show hat mir gerade 800 eingebracht. Gute Arbeit. Vergessen Sie's. Womit kann ich Ihnen dienen? Was immer Sie wollen, ich mache Ihnen einen absoluten Sonderpreis. Ich will des Schnopses. Eine Flasche bei Gio. Diese Flasche, bei Jiu. Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Feinster chinesischer Schnaps. Sehr repräsentatives Geschenk. Destilliert aus Rundkornreis aus Wuchang und seltensten Samen der Hiobsträne aus den grünsten Tälern der inneren Mongolei. Mit gereinigtem Wasser aus einer uralten Oase der Wüste Gobi. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie meinen? Ach, nichts. Wie viel? Da Sie mir geholfen haben, mache ich Ihnen einen ganz speziellen Preis. Normal kostet er 20.000 Yuan, aber Sie sollen ihn für 5.000 bekommen. Großzügig, aber trotzdem etwas habe ich. Können Sie mir nicht einen spezielleren Preis machen? Was? Sind Sie verrückt? Rundkornreis aus Wuchang, mongolische Hiobsträne, Gobi-Quellwasser. Schon klar, aber nein, danke. Das... Kohl reinbekommen oder klauen heißen, ne? Mal versuchen. Haben Sie sich's überlegt? Eine so feine Flasche Schade. Und du was? Ahoi, kann ich die Bestellung haben? Dalli Dalli. Dalli Dalli, mein Arsch. Abgezockt. Ach, guck mal, das schöne Müll im Fluss. So viele Traumjunkies herum. Ach, die Stadt sollte was unternehmen. Das gehört sich nicht. Was die machen sollten, ist die Dreamer... Kommt nix. Wir haben dampfend heiße Shaolongbao, Chao Kao und Konyu Bing. Schauen Sie mal hier. Das hier ist der beste Stand im Backstein. Sie kommen wieder. Ich habe alles, was Ihr Herz begehrt. Solange es etwas begehrt, das sich auf diesem Tisch befindet. Die Flasche. Das ist denn... Wie hieß es nochmal? Bei Jiu... Diese Flasche Alkohol da. Bei Jiu. Chinesischer Schnaps. Der allerbeste, den man finden kann. Er ist aus den seltenen Samen der Hiobsträne von den Hängen des Himalaya destilliert. Mit gereinigtem Wasser aus den tiefsten Brunnen von Kuming. Und Bio-Reiskörnern aus Fuilin.
Klingt teuer. Für Sie nur 20.000 Yuan. 20.000? Das ist Wahnsinn. Und wieso verkauft die Frau da drüben genau den gleichen Schnaps für nur 5.000 Yuan? Was? Diese miese, unehrliche Diebin. Wir hatten uns extra auf einen besonderen Preis geeinigt. Die verkauft eine billige Fälschung. Hergestellt aus miesestem synthetischem Reis und statt mit Wasser mit Importplörre aus dem All. Aber sie soll nicht leiden wegen ihrer Unehrlichkeit und Gaunerei. Ich verkaufe Ihnen diese Flasche für 3.000 Yuan. Von 20.000 auf 3.000? Ein Sonderpreis. Nur für Sie. Nur heute. Ist aber immer noch zu teuer. Das ist mein letztes Angebot. Ich zahle sowieso schon drauf dabei. Ach, das ist auch angelogen. Merke ich jetzt schon. Nochmal hallo. Haben Sie ein passendes... Nein, hab ich nicht. Hat nur jemand den Schnaps, den ich ein bisschen runterkurbeln kann? Gehen Sie ruhig weiter. Es gibt bessere... Das ist eine kluge Entscheidung. Ich muss gucken, ob ich Verkäufer auseinanderziehen kann. Ich habe eine andere Flasche Schnaps gefunden. Der gleiche wie Ihrer, aber billiger. 3.000 Yuan. Was? Unmöglich! Keiner verkauft diesen Schnaps für weniger als 15.000 Yuan. Das muss eine andere Marke sein. Genau die gleiche. Also eine Fälschung. Wir sind im Backsteinviertel. Hier wird überall gefälscht. Natürlich nicht hier. Bei mir ist alles legal. Alles, was Sie auf dem Tisch sehen, ist echt. Sicher. Für mich sah das identisch aus. Und da ich den Unterschied nicht erkenne... Warten Sie, warten Sie. Ich gebe Ihnen die Flasche für 2. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. 2.000 Yuan. Wird geregelt. Bitte schön. Ich hoffe, es macht Sie glücklich, dass meine Kinder heute Abend nichts zu essen bekommen. Natürlich. Das ist schrecklich. Aber damit kann ich leben. Sie sind eine gnadenlose Verhandlungspartnerin. Davor habe ich Respekt. Perfekt. Respekt unter für Billy unterernähren lassen. Zwei Dinge gleichzeitig getroffen. Das ist eine Flasche bei Jiu. Seltene Samen, sauberes Wasser, handgepflückt, destilliert aus seltenem Reis und den anderen Sachen halt. Das sehe ich. Tut mir leid, aber Flaschen mit billigem bei Jiu bekommt Queenie viel. Der ist nicht billig, ehrlich. Das ist eine wirklich kostbare Flasche Schnaps. Ich meine, sehen Sie sich das Preisschild an, 30.000 Yuan. Sie sind hier im Backsteinviertel. Preisschilder sagen wenig aus. Ein Moment bitte. Ja, Madame? Das eignet sich als Geschenk. Vielen Dank. Okay, Sie können jetzt hinübergehen. Madame erwartet Sie. Legen Sie Ihr Geschenk einfach auf den Tisch und gehen Sie durch. Sie erwartet Sie. Danke. Perfekt, steht das. Schön leise auftreten, junge Dame. Die Erschütterungen stören mich.